Moin Jungs, willkommen wieder zu einem erneuten Video auf diesem YouTube-Kanal. Und zwar, wie ihr schon im Titel lesen könnt, werden wir uns heute mal ein bisschen damit beschäftigen, wie ihr mehr FPS, bessere Grafik-Settings, weniger Input-Delay und so weiter alles bekommen könnt. Denn ich habe euch mit diesem ganzen Thema ein bisschen auseinandergesetzt schon seit längerer Zeit und kann euch einfach einige Tipps geben und so ein paar Dinge zeigen, wie ihr euren PC bzw. eure Playstation besser zum Laufen bekommt. Und ich schätze, hier wird für jeden etwas dabei sein. Aber ich werde euch auch wirklich nur Sachen zeigen, wo keine Scheiße mit eurem PC passiert. Also wo nicht irgendwelche Sachen kaputt gehen, also irgendwie ein kompletter Overclock von der Grafikkarte beziehungsweise der CPU. Da könnt ihr euch auf jeden Fall bei sicher sein. Aber zu Anfang, wenn ihr neu auf diesem YouTube-Kanal seid und ich euch irgendwie sympathisch rüberkomme, lasst ihr sehr gerne ein Abo da. Ne, das ist ein Like. Egal. Lasst ein Abo da. Und auch sehr, sehr gerne ein Like auf diesem Video und schreibt auch gerne was Süßes in die Kommentare für den Algorithmus. Aber jetzt würde ich sagen, labern wir gar nicht so viel. Wir starten direkt mal rein ins Video. So, jetzt kommen wir nochmal zu einer ganz wichtigen Sache, damit ihr jetzt keine Angst haben müsst, dass irgendwas bei euch falsch läuft. Denn das sind natürlich auch viele Einstellungen, wo vielleicht bei der eine PC da irgendwie Probleme habt. Ist ganz selten der Fall. Deswegen zur Sicherheit, damit ihr keine Angst haben müsst, gebt ihr einfach unten einen Wiederherstellungspunkt erstellen. Dann drückt ihr hier drauf und dann seht ihr schon, habt ihr einmal, in meinem Fall habe ich das schon einmal erstellt. Dann seht ihr hier, sie können unerwünschte Systemänderungen rückgängig machen. Das lest euch einmal durch, aber im Endeffekt geht ihr einfach hier unten dann auf Erstellen und dann wird einfach ein aktueller Punkt von genau jetzt erstellt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier auf Erstellen drücke, wird ein Punkt erstellt von genau jetzt. So, in diesem Moment. Wenn ich dann was ändere und da alles scheiße läuft, dann gehe ich da einfach wieder drauf und dann kann ich den einfach wieder resetten. Wieder auf diesen Punkt und als wäre nichts gewesen. Falls irgendwas bei euch falsch läuft, wollte ich auch mal kurz so schon mal sagen. Denn wir wollen ja nicht, dass irgendwelche von euch Probleme bekommen. Deswegen nochmal ein ganz wichtiger Call, falls da irgendwas falsch läuft. Sache, gehen wir einmal in Fortnite rein, denn wir gehen jetzt einmal kurz die Standard-Settings durch. Und zwar rattern wir es einmal kurz schnell und schmerzlos. Ich werde jetzt nicht auf alles genau eingehen, was das ist, boom, 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 weil es wird wahrscheinlich zu lang dauern, dann würdet ihr euch langweilen. Heißt, wir rattern das einmal durch, kurz und knackig. Von oben an, Fenstermodus, Vollbild ist das Beste. Fenster, Vollbild im Modus, scheiße, habt ihr mehr Delay mit, weniger FPS, ist Quatsch. Ansonsten, falls ihr einen scheiß PC habt, stellt die Auflösung auf 1600x900, falls zum Beispiel eure Map nicht lädt. Also wir reden wirklich von richtig schlechten PCs, so wie meiner damals, hat eine 1050 und irgendein Drecksprozessor. Das war ein richtiger Quatsch-PC dort. ich bin wirklich gelandet und nichts hat geladen, gar nichts. Das war echt Quatsch, damit Kampf zu spielen. Aber ist halt so eine Sache für sich, müsst ihr halt gucken. Ansonsten, V-Sync ausstellen, sonst habt ihr komplette Minus-FPS. Nächste Sache, die FPS an sich selber, also die Bilder pro Sekunde, das stellt ihr einfach auf so viel, wie euer Monitor hat, also wie viel Hertz euer Monitor hat. Sagen wir mal, euer Monitor hat 60 Hertz, dann stellt es auf 60 Hertz, denn ich habe viele gesehen, und wirklich viel zu oft gesehen, wo ich auch irgendwas am PC eingestellt habe. Da haben die dann wirklich, zum Beispiel, sagen wir mal, sie hatten jetzt einen 144 Hertz Monitor, sie haben es trotzdem irgendwie auf unbegrenzt gestellt, beziehungsweise auf 240 oder so, das bringt halt gar nichts. Fickt nur euren PC ein bisschen und der gibt halt viel zu viel Power für nichts, denn der Monitor kann das eh nicht austragen. Heißt, stellt das wirklich auf so viel Hertz, wie ihr denn auch nun habt. Die nächste Sache ist dann einmal hier der Rendering Mode. Da stellt ihr auf Performance Mode, klare Sache. Außer, ganz wichtig, ihr habt eine AMD-Grafikkarte, dann stellt das unbedingt auf DirectX 12. Das ist sehr, sehr wichtig. Denn eine AMD-Grafikkarte unterstützt kein Multi-Thread Rendering oder wie die Scheiße heißt. Ich hatte selbst noch vor kurzem eine AMD-Grafikkarte und ich habe immer mit DirectX 12 gespielt. Lief echt viel besser als mit dem Performance Mode, also wirklich um Welten besser. Performance Mode mit AMD Grafikkarte kann man komplett vergessen. An alle AMD Spieler, ihr wisst Bescheid, ihr könnt schon mal ein Abo dalassen, denn ihr werdet nach diesem Call, falls ihr es nicht hattet, werdet ihr glücklich werden. Jetzt zur nächsten Sache, und zwar die 3D Auflösung. Habe ich auf 100%, da ich einen guten PC habe. Falls ihr ein bisschen FPS Schwankungen habt und allgemein nicht so einen guten, könnt ihr das ruhig auf 85-90%, je nachdem, müsst ihr halt gucken, wie sehr ihr damit klarkommt, kriegt ihr halt mehr FPS durch, von daher kann man machen. Nächste Sache sind jetzt hier die ganzen Grafik-Settings, stellt einfach alles auf Low, so niedrig wie es geht. Außer die Betrachtungsdistanz, die könnt ihr theoretisch auf Mittel stellen, aber ich würde euch trotzdem raten, die auf Nah zu machen. Spart euch einfach eine Menge FPS. So, jetzt zur nächsten Sache, und zwar Wiederholungen. Die stellt ihr einfach alle auf aus. Außer ihr wollt unbedingt Wiederholungen anhaben und schaut die euch öfter an. Aber falls ihr die eh nicht benutzt, dann stellt sie einfach auf
aus. Erst recht an die PlayStation-Spieler von euch, macht das auf jeden Fall auch aus. Denn dadurch kriegt ihr auch nochmal so ein paar Bonus-FPS. Also ihr kriegt das zum Beispiel nicht, wenn ihr auf einer PS4 spielt, jetzt von 60, sagen wir mal 65. Aber wenn ihr droppt, halt unter 60, dann habt ihr da so einen gewissen, ja, freien Bereich, wo ihr dann zum Beispiel anstatt 50 FPS, sagen wir mal 55 habt. Jetzt nur so als grobes Beispiel. Nächste Sache, die allerletzte auch hier, sind die sind unter den Sounds, und zwar die Soundqualität, die stellt ihr einfach auf niedrig. Hoch braucht ihr nicht, ist unnötig und frisst echt eine ganze Menge, deswegen stellt es einfach auf niedrig. So, das war es auch schon mit Fortnite. Jetzt geht's weiter im Epic Games Launcher unter den Fortnite Settings, denn da müssen wir auch noch so ein paar Dinge machen. Vor allem auf AMD-Spieler. Da gibt es jetzt Sachen zum Differenzieren. Wir gehen einmal hier auf die drei Striche bei Fortnite, dann auf Optionen. Und dann seht ihr bei mir viele graue Felder und nur zwei, die halt eingehakt sind. Einmal Fortnite Battle Royale, ist klar, sonst kann ich kein Fortnite spielen. Das ist bei euch allen drin. Jetzt wird's interessant. RDW. Könnt ihr reinmachen, wenn ihr es braucht. Wenn nicht, rausmachen. Hochauflösende Texturen, rausmachen. Egal ob DirectX 12, egal ob DirectX 11, Performance Mode, rausmachen. Frisst unnötig FPS, außer ihr wollt, dass euer Spiel, weiß ich nicht, wie in der Matrix aussieht. Wollen wir nicht. Wir wollen die meisten FPS, wir wollen weniger Delay. Deswegen das Ganze ausmachen. Seht auch schon, 9,3 GB. Das ist echt eine ganze Menge. Deswegen stellt's aus. Ansonsten, falls ihr kein DirectX 12 spielt, macht ihr den Haken hier raus. Falls ihr DirectX 12 spielt, wegen AMD, ganz wichtig, an alle Nvidia-Spieler, macht DirectX 12 raus. Ganz wichtige Sache. Auf jeden Fall, AMD-Spieler, DirectX 12 Shader Haken reinmachen. So, jetzt sehr interessante Sache, kosmetisches Streaming deaktivieren. Diese ganze Einstellung solltet ihr, falls ihr gutes Internet habt und an einem guten Standort wohnt, auf jeden Fall solltet ihr es anmachen. Beziehungsweise, was heißt guten? Also, falls ihr euch immer auf die Fortnite-Server verlassen wollt, ja, dann stellt es auf aus. Nur, sind Fortnite-Server scheiße, seid ihr gefickt. Denn, es gibt viele Dinge, die von euch zu Hause auslaufen, und viele Dinge, die von den Servern auslaufen. So, und diese Einstellung kam halt recht neu dazu. Sorgt halt dafür, dass wenn ihr das jetzt zum Beispiel aus habt, dass alle Sachen über die Server abgerufen werden. Und ich weiß, ihr versteht gerade nur Bahnhof, ich verstehe eigentlich auch nur Bahnhof. Aber ich kann euch sagen, seitdem ich diese Einstellung an habe, habe ich damals auch einen TikTok zugemacht, läuft es deutlich besser, und deswegen stellt es an. So, das war es jetzt ja auch schon mit den Settings. Wir gehen jetzt direkt mal zur nächsten Sache, und zwar geht es jetzt in die Windows-Einstellungen. Ihr gebt ja mal unten links bei Suchen, gebt ihr Spielmodus ein. So, das aktiviert ihr, denn euer PC wird dann für Spiele optimiert. Falls ihr es aktiviert habt, geht ihr dann jetzt hier oben rechts auf die Grafikeinstellungen, und dann seht ihr schon hier einen neuen Reiter. Hier seht ihr Fortnite hohe Leistung und denkt, boah, das sieht geil aus. Das sieht geil aus, das habe ich vielleicht nicht, das kann mir helfen. Genauso ist es. Und zwar stellt ihr als allererstes das hier oben hier einmal an. Ganz wichtig. So. Als nächstes seht ihr dann unten Fortnite als Spiel. So, das ganz wichtig ist, ihr geht jetzt einmal auf Durchsuchen und sucht euer Game Fortnite. Ja. Falls ihr es dann gefunden habt, geht ihr auf Fortnite Client Win 64 Shipping. Da drückt ihr dann drauf. Hinzufügen. Dann habt ihr das hier so wie ich. So, dann habt ihr wahrscheinlich als Voreinstellung, weiß ich nicht, vielleicht Energiesparmodus. Das ist Quatsch, das wollen wir nicht. Ihr geht dann hier einmal jetzt auf die Option drauf und stellt das ganze Ding auf hohe Leistung. Und dann seht ihr eure Grafikkarte, und dann wird da, dann macht eure Grafikkarte nochmal Bonus-Power für Fortnite. Das ist auch schon mal eine geile Sache. Wenn ihr es dann habt, dann seid ihr ready. Dann könnt ihr wieder rausgehen. Und jetzt wird es interessant, denn wir gehen in die Nvidia-Systemsteuerung. An die AMD-Leute. Ja. Bei euch kann man da nicht so viel machen, weiß ich selber auch. Ist scheiße, wenn man AMD hat, hatte ich auch. Aber an die Nvidia Leute, jetzt geht's hier richtig zur Sache. Wir gehen als allererstes hier hoch, und zwar stellt ihr einfach hier bei der Sache meine bevorzugte Einstellung mit folgendem Schwerpunkt verwenden. So, habt ihr so einen Regler, ne? Hier könnt ihr ein bisschen breakdancen. Das stellt ihr nicht auf Qualität, nicht auf die Mitte, sondern auf Leistung, und geht dann wieder hier hin. Euer PC arbeitet, also es geht einfach um die Leistung. Qualität wollen wir nicht, wir wollen Leistung. Leistung, Leistung. So. Jetzt kommen wir zu diesen Settings. Ich gehe da jetzt nicht groß drauf ein. Kopiert es einfach ab. Nimmt es einfach, und gut ist. Machen wir einfach so. Denn darauf jetzt einzugehen wird 20 Minuten dauern. Deswegen lassen wir das. Ja. Kopiert es ab. By the way, mein PC wird auch von einem Tweaker auch getweakt. Also viele Dinge wusste ich, aber ich habe auch von einem Tweaker das Ganze tweaken lassen, der sich damit auch gut auskennt. Heißt, ihr seid sicher. Ich will euch hier keine Scheiße erzählen. Da könnt ihr sicher sein.
So, das ist es. Falls es zu schnell war, dann ja, macht das Video langsamer, stoppt. Ihr kennt den Nasen. Nach dem ganzen Gelaber müssen wir mal ganz kurz eine kleine Trinkpause machen. Perfekt. Der wie weiß ich bin, wegen diesem Monitor ist ja auch crazy, ne? Egal. Auf jeden Fall macht ihr die Aktualisierungsrate so hoch wie es geht. Das sind euer Herzanzahl, heißt wie viel FPS euer Monitor halt schafft. Für die, die es nicht checken, was Herz ist, sind Bilder pro Sekunde. Wenn nicht wissen, an alle, die gar nicht checken, das sind einfach die FPS. So, FPS weiß jeder. Heißt, stellt es so hoch wie es geht. In meinem Fall 42 Hertz, weil ich einen 42 Hertz Monitor habe. Ja. Ansonsten Auflösung 1920x1080, obvious, außer ihr spielt jetzt irgendwie Stretch, dann sage ich da mal gar nichts zu. Als nächstes hier haben wir Desktop-Größe, das stellt ihr einmal auf keine Skalierung. Und auch hier wieder 42 Hertz, 1920x1080. Jetzt sind wir auch schon wieder fertig mit den Settings, mit den NVIDIA-Settings. Jetzt machen wir direkt mal weiter. Für die nächste Sache gibt ihr hier einmal unten Energie ein. Dann könnt ihr erstmal auf das auf niemals stellen, ne? Wir wollen das niemals. Und wir gehen auf... Ja. Nein. Nein, nein, nein. Hä? Ja, auf jeden Fall, wenn ihr das Fenster habt, geht ihr auf Abbrechen. So, jetzt seht ihr schon, hier sind verschiedene Einstellungen eingestellt. Ja, jetzt wird es sehr interessant, denn es geht um den Stromverbrauch. Es kommt auf eures Netz, auf euer Netzteil an, wie viel Watt das Ganze hat. Wenn alles fein ist, und ihr einen gekauften PC habt, dann wird da wahrscheinlich alles fein sein mit dem Netzteil. Ich schätze mal, ihr werdet damit keine Probleme haben. Auf jeden Fall ganz wichtig, stellt das Ganze hier auf die ultimative Leistung. Stellt ultimative Leistung auf High-End-PC bereit. Jetzt nochmal genau zuhören. High-End-PCs. Was sind High-End-PCs? Sind einfach zum Beispiel wie meiner mit einer 370 Ti. AMD Ryzen 9 5900X heißt gute Komponenten im PC. Falls ihr jetzt keinen High-End-PC habt, dann geht ihr einfach hier runter und stellt das Ganze auf Höchstleistung. Die Leistung des Computers hat Vorrang, der Energieverbrauch kann aber höher sein. So, das heißt einfach, dass euer PC dann alles gibt, was er kann, und dann boostet der da alles nochmal hoch, boostet ein paar FPS hoch, nochmal ein bisschen den Delay, ihr kennt den Hasen, Höchstleistung. Falls das Ganze mit Energie jetzt nicht so geklappt hat, dann gebt ihr unten einfach nochmal ein Energie, geht dann einfach hier auf Einstellungen für Netzbetrieb, dann seid ihr auch in den Windows-Einstellungen drin, dann könnt ihr das hier einmal auf Nie stellen, dann einfach hier rechts auf zusätzliche Energieeinstellungen, dann habt ihr das ganze Fenster auch an alle, bei denen das jetzt gerade irgendwie nicht funktioniert hat. Die nächste Sache, die jetzt gerade ganz schlechtes Beispiel, weil ich ein Update habe, sind Windows-Updates. Und zwar guckt, dass ihr immer euren PC auf den aktuellsten Stand haltet. Guckt immer, dass ihr die aktuellsten Treiber euch irgendwo herholt. Wie das geht, zeige ich euch gleich auch. Einfach immer hier nach Updates suchen. Ganz wichtig, euer PC muss immer auf den neuesten Stand sein, damit er auch immer am besten arbeiten kann. Windows 11 müsst ihr jetzt nicht unbedingt haben. Ich habe es auch nicht. Ich finde Windows 10 persönlich besser. Aus diesem Grund habe ich Windows 10. Auf jeden Fall hier könnt ihr Updates downloaden und so weiter. Guckt einfach immer, dass hier ein Haken ist, dann seid ihr immer auf der sicheren Seite. Jetzt gehen wir wieder zur nächsten Sache, und zwar müssen wir auch noch Treiber zum Beispiel für unsere Grafikkarte holen oder allgemein, ne? Gehen wir auf GeForce Experience. Falls ihr es nicht habt, zeige ich euch gleich, wie ihr es euch runterholen könnt. Was? Runterholen? Was? Top 10 Sassy Calls. Okay, auf jeden Fall geht ihr einmal auf Treiber und dann hier GeForce Game Ready Treiber immer nach Update suchen. Falls da was ist, downloaden. Ja, genau. Ansonsten geht ihr hier oben einmal auf diese okay, das lassen wir direkt mal. Auf jeden Fall geht ihr darauf. Dann seht ihr hier schon bei mir Videobeweis aus, alles ist aus. Leistung seht ihr hier schon bei mir. Jetzt in dem Fall Max Leistung. Wir fangen jetzt aber an, damit ihr es ganz locker versteht. Videobeweis macht ihr auf aus, Aufzeichnungen aus, alles aus, außer ihr wollt unbedingt klippen. Falls ihr klippen wollt, dann könnt ihr es gerne anmachen. Guckt aber ganz wichtig, das können wir jetzt hier nochmal nachgucken. Dann geht ihr unter Videoerfassung. Dann seht ihr hier schon hier, könnt ihr Sachen einstellen. Kopiert es nicht, das sind nicht die besten Settings, weil ich hab's aus, ich brauch's nicht. Guckt, dass ihr nicht zu viel habt, denn wenn ihr alles auf zu hoher Qualität habt, zieht das unendlich FPS. Ich würde euch allgemein raten, macht es einfach aus, wenn ihr es nicht unbedingt braucht. So, nächste Sache, da seid ihr wieder in diesem Panel, geht ihr auf Leistung. Und jetzt seht ihr schon, jetzt dreht sich ja alles und ihr denkt, was geht jetzt hier ab? Und zwar müsst ihr einfach gucken,
dass die Höhe unter Max.Leistung das so hoch stellt, wie es geht. 103%. So, heißt 100% ist eigentlich möglich. Mein PC macht 103, weil er Macher ist. So, deswegen stellen wir es auf 103%. Denn dann hat er nochmal ein bisschen mehr zur Verfügung und boostet nochmal ein bisschen mehr rein. So, jetzt wird es interessant, denn ihr wollt ja vielleicht wissen, woher kriege ich Treiber und so weiter. Nvidia-Treiber. So, Nvidia-Treiber, nichts anderes. So, dann seht ihr offizielle Treiber, drückt ihr einmal drauf. Dann geht ihr Produkttyp, dann wählt ihr hier aus. Zum Beispiel jetzt bei mir in meinem Fall RTX 30 Series, dann 3070 Ti. Windows 10, weil ich Windows 10 habe, da wählt ihr euer Betriebssystem aus, dann Suche und dann seht ihr schon, hier kriegt ihr jetzt den aktuellsten Treiber vom 21.09. ein paar Tage her, herunterladen, kriegt ihr automatisch auch direkt GeForce Experience drauf. So, für die nächste Sache bin ich jetzt gerade auf Discord, da ich da die Datei zugeschickt bekommen habe, denn wie viele von euch wissen, use ich Timer Resolution. So, und was sorgt dafür? Ihr seht schon die Current Resolution, das ist euer Input Delay, also ihr seht jetzt gerade ist er auf 1,0, also eine Millisekunde. Aber mit diesem Programm könnt ihr das Ganze auf 0,5 runterschrauben. So, viele werden jetzt wahrscheinlich sagen, die schon mal, nein, das geht nicht, da, da, da. Jungs, ganz wichtig dabei ist, ihr müsst noch was extra für dieses Programm, ich sag mal, programmieren. Nicht programmieren, ihr müsst einfach einen Code reinschreiben, wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Und zwar habt ihr jetzt einmal eben in der Beschreibung diese Datei hier. Die könnt ihr euch dann downloaden. Keine Sorge, euer PC wird nicht gehackt, da passiert nichts. Ihr seht, ich habe selber auch und uses. Die gehört nicht mir. Ich habe die nicht erstellt. Keine Sorge, Jungs. Auf jeden Fall habt ihr dann hier diese ganzen Commands. Die gibt ihr einfach nacheinander in der Eingabeaufforderung ein. Das Ganze macht ihr so. Ihr geht hier unten. Boom, boom, boom. Eingabe. Then you make so. Then you make this. Then you copy this here. This first one. Then you make here. Then you make here. Then you make boom. Und then you enter. Bei mir funktioniert nicht, weil ich habe schon. Das macht ihr dann dreimal. Bis der ganze Hase funktioniert. Dann restartet ihr einmal euren PC. Ganz wichtig, ihr müsst vorher dieses Programm natürlich gedownloadet haben. Und bei euch wird dann hier 0,499 stehen, höchstwahrscheinlich. Das ist falsch. Das heißt, das müsst ihr dann ändern. Das hier muss 0,5 stehen. Und das sorgt halt dafür, dass ihr nochmal weniger. So, als nächstes geht ihr dann unten in die Suchleiste und gibt ein Prozent, Local App Data Prozent. Geht hier einmal drauf. Den on Fortnite Game. Saved. Config. Dann seht ihr schon Windows Client und dann seht ihr die Game User Settings. Und hier trommelt es jetzt komplett, denn ihr habt hier 10 Millionen Dinger. Und hier kann man auch wirklich eine ganze Menge einstellen. Ich scrolle einmal ganz kurz durch, das könnt ihr euch einmal abkopieren. Das ist jetzt sehr kompliziert, ist eher eine Fleißarbeit. An die das machen wollen, hier kriegt ihr auch sehr viele Sachen raus, also wirklich, das bringt wirklich eine ganze Menge. Guckt einfach, was ich hier stehen habt und kopiert es einfach ab. Ja. Wir scrollen einfach mal hier durch. Ganz wichtig ist, ich teile euch jetzt gleich hier einmal einen Punkt. Hier irgendwo müsste irgendwas mit 240 Hertz stehen. Das müsst ihr dann so lassen. Also da, wo mir 240 steht, müsstet ihr dann einmal so lassen. Boah, wie viel es aber davon gibt, ne? Das ist halt echt geisteskrank. Das ist crazy. 0,0,0. Scrolle immer ganz langsam durch. Ansonsten, falls es zu schnell ist, stoppt das Video bzw. stellt die Geschwindigkeit auf 0,25 oder 0,5. Aber das kriegt ihr schon hin. Hier auch, nächste Sache, 1920x1080. Wenn ihr Stretch spielt, natürlich das nicht einstellen. Das geht dann natürlich nicht. Wir scrollen und wir scrollen und wir scrollen und wir scrollen und wir scrollen. So, wir sind durch. Perfekt. Ganz wichtig vorher, falls ihr Sachen ändert, stellt Schreibgeschütz hier aus. Also Rechtsklick auf Game User Settings, Eigenschaften, Schreibgeschütz. Das hier muss der Haken raus sein. Wenn ihr fertig seid, könnt ihr es dann wieder reinmachen. Ich habe es nicht so, aber also falls ihr wollt, dass dann nichts geändert wird, dann macht es einfach so. Ansonsten auch noch ein Call hier bei den Windows-Einstellungen, geht hier einmal auf das Xbox-Logo hier bei Unterspielen. Macht ihr natürlich Spielmodus an, aber zum Beispiel die Xbox Game Bar stellt ihr einfach aus, Aufzeichnungen aus, macht ja alles aus. So, und jetzt gibt es noch ein paar Settings zur Maus und Tastatur.
Wie kommt ihr drauf? Ihr geht wieder auf die Windows-Einstellung, geht dann auf Geräte. Dann habt ihr einmal Maus und Eingabe. Dann geht ihr einmal auf die Maus drauf. Das ist jetzt hier nicht so wichtig. Es wird eher interessant jetzt. Und zwar geht hier oben rechts auf weitere Mausoptionen. Und dann seht ihr schon bei mir, Doppelklickgeschwindigkeit habe ich auf ganz schnell, nach ganz rechts. Und das ist aber gar nicht diese Haupteinstellung. Das Ganze stellt ihr einmal auf schnell. Langsam wollen wir nicht, wir wollen schnell. Deswegen stellt das ja auf jeden Fall auf ganz schnell, ne? Damit eure Maus auch einen guten Job macht. Ansonsten noch bei Zeigeroptionen, Zeigerbeschleunigung verbessern, raushaken, rausmachen, ganz wichtig. Nicht das Scheiße. Bei der Maus war es jetzt ja recht easy, aber jetzt müssen wir noch die Tastatur machen. Da gehen wir auf Eingabe, aber ihr seht schon, das sieht hier ein bisschen komplizierter aus. Deswegen machen wir es einfach uns ein bisschen leichter. Gehen wir unten einfach ein Tastatur. So, Systemsteuerung, boom. Und dann seht ihr schon hier Verzögerung. Lang ist Arsch, kurz ist top. Und Wiederholungsrate macht ihr auch auf hoch. So, beides hierhin. Dann habt ihr auch keine Probleme. Weniger Delay. Genau das, was wir wollen. Was ihr ansonsten noch checken könnt, natürlich, wo eure Maus und Tastatur angeschlossen ist. Denn es gibt ja heutzutage USB 3.0, 2.0 und so weiter. Umso höher diese Zahl ist, umso besser ist es, um es kurz zu sagen. Falls ihr eine Maus habt mit einem USB 3.0 Anschluss, erkennt ihr sehr oft, der Slot dann blau ist. Aber ich kann euch allgemein einfach sagen, der blaue Slot USB 3.0 ist schneller. Aus diesem Grund steckt eure Maus und eure Tastatur in den USB 3.0 Slot, um es einfach kurz zu fassen. Kriegt ihr auch weniger Delay durch. Was ansonsten noch so Punkte sind, ist hier unten einmal hier bei diesem, ich nenne es einfach mal Dreieck, dass ihr hier einfach die ganzen unnötigen Apps geschlossen habt. Denn ich kenne sehr, sehr viele, das ist bei den meisten der Fall, die haben da so viele Sachen geöffnet. Da ist auf einmal Google Chrome offen. Auf einmal ist da was weiß ich offen. Sachen, die ihr nicht braucht, Rechtsklick, beenden, schließen. So, boom. Falls ihr auch irgendwelche Sachen auf Autostart habt, die ihr einfach nicht braucht, dann geht ihr einfach wieder auf die Windows-Einstellungen, geht dann einfach hier auf Autostart. Und dann habt ihr einfach Apps und da könnt ihr einfach gucken, was brauche ich jetzt nicht. Ja, und das stellt ihr dann einfach aus. Dann startet es auch erst gar nicht von Anfang an. Ansonsten haltet euren PC clean, überfüllt eure Festplatten nicht. Denn falls euer PC zu voll ist, dann wird der langsamer und dann das ist einfach scheiße. Habt ihr einfach Probleme. Deswegen guckt, dass euer PC clean bleibt. Deswegen hier Apps, dann geht ihr einmal komplett durch. Was brauche ich, was ist Arsch? Was ansonsten auch oft hilft, ist, dass ihr unnötige Sachen, die zum Beispiel an eurem PC-Slots irgendwie dran sind, USB-Slots, dass ihr die raussteckt. Halt Dinge, die ihr nicht braucht, tut ihr raus. Zieht auch nur unnötig und allgemein, wie ihr schon merkt, ist es sehr wichtig, einen sehr clean PC zu haben und keinen überfüllten, wo 10 Millionen Programme geöffnet sind, wo, also wirklich, das ist es wirklich nicht. Zum Beispiel, ich habe auch einen Streaming-PC, bevor ich mit diesem PC easy nochmal streamen konnte, aber auf diesem Gaming-PC, das ist für mich echt nur ein Gaming-PC, da ist alles optimiert, nur damit ich gut zocken kann, damit ich ein gutes, flüssiges Spiel habe, so gut wie möglich. Deswegen guckt, dass euer PC einfach clean ist. Wird für euch auch allgemein so, wenn ihr dran chillt, besser sein, weil ihr mehr Übersicht habt. So, ansonsten war es das mit diesen ganzen Tipps. Es gibt noch ein paar andere Punkte, aber die sind ein bisschen komplizierter, ein bisschen risikoreicher, denn dafür muss man dann BIOS und ein paar Sachen einstellen. Man kann natürlich auch Grafikkarte overclocken, CPU overclocken. Das lassen wir jetzt aber erstmal. Wir sind heute wirklich nur auf alles eingegangen. Auf ziemlich alles. Was ihr denn so alles einstellen könnt, rein in den Einstellungen. Es gibt natürlich noch mehr Dinge, aber die sind sehr kompliziert. Da braucht ihr auf jeden Fall einen Tweaker für, der sich damit richtig auseinandersetzt und damit auch sein Geld verdient. Denn ich weiß halt einiges, aber zum Beispiel, es gibt noch, kann ich mal noch ganz so zeigen, den Registrierungseditor. Und da kracht's komplett. Denn hier gibt es sowas von viele Dinge, die man da einstellen kann, wo ihr wirklich noch viel weniger Delay bekommt. Das Problem halt nur an dieser Sache ist, dass wenn hier etwas falsch läuft und Sachen für euren PC nicht bestimmt sind, kann das alles auseinandernehmen. Deswegen, falls ihr vorhabt, euren PC komplett tweaken zu lassen, dann macht das auf jeden Fall bei einem Tweaker, der auch wirklich ein Tweaker ist und nicht sich irgendwie da ausgibt, könnt ihr auf Twitter und so weiter gucken oder vielleicht im Bekanntenkreis mal ein bisschen nachfragen. Aber da möchte ich nicht
damit ich euch nicht irgendwas andrehen, da könnten nämlich wirklich Sachen passieren, die ihr nicht haben wollt. Aber auf jeden Fall hoffe ich, dass ich euch helfen konnte. Und ja, schreibt mir gerne ein Feedback in die Kommentare zu diesem Video, wie ihr dieses Video fandet, was ich besser machen kann, was ich schlechter machen kann oder hä, das macht gar keinen Sinn. Egal. Auf jeden Fall, wenn ihr neu seid, jetzt nochmal gerne ein Abo da lassen, Like, Kommentar und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut darin und ciao, ciao.